Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu meiner neuen Reihe Bundesliga-Trainer werden. Wir werden auf alle Lizenzen drauf gucken. Wir werden ganz genau schauen, wie du Bundesliga-Trainer werden wirst und wie du auch generell Trainer einer Mannschaft werden kannst, welche Lizenzen es gibt, welche Lizenzen du für welches Team brauchst. Und natürlich liegt vor allem der Fokus darauf, wie man Bundesliga-Trainer wird, wie man also, ja, eine Entwicklung nehmen muss, um Bundesliga-Trainer zu werden. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein spannendes neues Projekt, was es hier gibt. Heute geht es erstmal allgemein um Bundesliga-Trainer werden, also um Voraussetzungen und um den Ablauf und natürlich auch auf die ganzen Lizenzen, die es so gibt. Das ist Folge 1, es werden 8 Folgen kommen in den nächsten Tagen. Da geht es dann nochmal genauer um die 6 verschiedenen Lizenzen. Ich habe ja eigentlich mal gesagt, es gibt C, B und A, so ist es nicht. Es ist wirklich noch ein bisschen, ja, vielleicht komplizierter, und weil ich eben auf YouTube noch keine Erklärungen wirklich gefunden habe, außer ein Video, was wirklich gut ist, was aber knapp eine Stunde lang ist, habe ich mir gedacht, teile ich das jetzt in verschiedene Videos auf, ich gucke uns alles ganz genau an und nachher weiß jeder, wie er Bundesliga-Trainer werden wird, da bin ich mir sicher. Und auch ich selber nutze diese Videos für mich, weil ich bald meinen Trainerschein wahrscheinlich machen werde. Ich habe auf jeden Fall das Ziel, ihn zu machen, ich hätte auf jeden Fall Bock darauf, erstmal die ersten Schritte in dieses Trainer-Business zu gehen. Und auch deswegen habe ich das für mich entschieden, das hier zu machen, diese Reihe Bundesliga-Trainer werden. Und ich hoffe auch, dass ihr daran interessiert seid. Also heute geht es, wie gesagt, um Voraussetzungen, Ablauf und Lizenzen, ganz allgemein gefasst. Wir gucken ganz genau auf die Trainerausbildung in Deutschland, was mir ein Trainerschein persönlich bringen würde, welcher Trainerschein der richtige ist. Wir schauen auf den Ablauf der Lizenzen und dann nochmal auf allgemeine Voraussetzungen, die bei allen Lizenzen gelten und die auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Also gucken wir auf die Trainerausbildung in Deutschland. Deutschland ist bei der Trainerausbildung weltweit führend, was auch eben die breit angelegte Struktur zeigt. Es gibt viele Optionen zu Aus- oder Weiterbildungen, vor allem natürlich auch zu Ausbildungen, aber auch zu Weiterbildungen werden auch immer wieder, ja, wie gesagt, Weiterbildungsmöglichkeiten geboten vom DFB, um sich eben immer weiterentwickeln zu können und nicht stagnieren zu können. Und aktuell ist es einfach so, dass der Trainer nicht nur eben Trainer ist, sondern auch Psychologe, Motivator und Stratege. Also da werden wirklich viele Facetten des Menschen gefordert und natürlich auch gefördert. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der auf jeden Fall wichtig ist. Und es gibt 6 Stufen bis zum Bundesliga-Trainer und die werden wir, wie gesagt, nochmal alle genauer unter die Lupe nehmen. Und die jüngsten Beispiele sind einfach Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann oder auch Hannes Wolf, der zuletzt als Trainer des Jahres geworden ist. Also das sind Beispiele, die sicherlich auch für viele junge Leute, für viele junge Männer oder auch Damen, die Vorbilder sind und somit natürlich auch wirklich die jüngsten Beispiele und auch vor allem auch positiv hervorzuheben sind. So, was bringt mir ein Trainerschein? Ich denke mal, das ist auch die Frage, die sich auch wirklich viele Leute stellen. Also es ist einfach, du bekommst Wissen, Erkenntnisse und Fähigkeiten, welche aktive Spieler nie vermittelt werden während ihrer Karriere, weil es da nochmal wirklich ins Detail geht. Es ermöglicht das Trainieren der angestrebten Klasse. Also wenn du zum Beispiel ein Team in der dritten Liga trainieren willst, auch dann brauchst du einen Trainerschein, auch dann brauchst du eine relativ hohe Lizenz. Und natürlich, wenn du ein Bundesliga-Team trainieren willst, dann brauchst du natürlich das Allermöglichste, das Allerhöchste natürlich auch. Und vor allem auch, und das fällt vielleicht erst gar nicht so auf, aber stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, denn ihr lernt auch wirklich was für euer Leben. Ihr lernt wirklich Eigenschaften, die ihr auch nicht nur beim Trainersein braucht, sondern eben auch in eurem Leben. Und es gibt fortwährende Weiterbildungen, was ich auch vorhin auch schon mal gesagt habe, womit ihr euch eben wirklich immer weiterentwickeln könnt, immer mehr dazulernen könnt, immer mehr könnt. Und es gibt spannende Entwicklungsmöglichkeiten, denn ihr habt nicht nur die Chance, vielleicht Regionalliga zu trainieren, ihr habt auch Chance, dritte Liga, zweite Liga, Bundesliga. Und das sollte ja eigentlich von jedem Trainer das Ziel sein. Und so habt ihr wirklich spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Welcher Trainerschein ist für mich der richtige? Das ist natürlich auch eine Frage, die spannend zu beantworten ist, die natürlich auch wichtig zu beantworten ist, denn es ist eben davon abhängig, was ihr machen wollt. Eine Lizenz ist nur dann nicht nötig, wenn ihr hobbymäßig sozusagen trainieren wollt. Allerdings bietet sich auch dann an, den Erwerb einer Lizenz eben durchzuführen. Bei höherklassigen Teams ist eine Ausbildung, also eine Lizenz, ein Trainerschein auf jeden Fall nötig. Und es ist halt die Entscheidung, ob man Leistungsfußball trainieren will oder nicht. Ob man dann eben noch mehr sich weiterbilden möchte, noch mehr sich ausbilden lassen möchte und noch mehr Lizenzen anstrebt. Oder eben, ob man eher bei hobbymäßigen, bei unterklassigen Vereinen bleiben möchte. Und die Einsatzfelder pro Lizenz werden wir dann nochmal genauer anschauen und wodurch das eben nochmal auch genauer klar wird, welcher Trainerschein für welche Person, für welche Richtung das richtige ist. Gucken wir mal kurz auf den Ablauf der Lizenz, das ist jetzt nur ganz knapp zusammengefasst, was alles in den ganzen Jahren passieren wird, bis ihr Bundesliga-Trainer werdet. Also es geht erstmal los mit dem Teamleiter, das sind 70 Einheiten inklusive Prüfung, das ist sozusagen die erste Stufe, die ihr gehen könnt. Müsst ihr nicht, ihr könnt theoretisch auch direkt mit der Trainer-C-Lizenz anfangen,
Das sind 120 Einheiten inklusive Prüfung. Also Einheiten könnt ihr euch vorstellen wie Unterrichtsstunden, wenn man so will. Dann kommt die Trainer B-Lizenz, das sind 140 Einheiten inklusive Prüfung. Also ihr seht schon, es wird immer mehr, es wird immer komplexer. Dann müsst ihr erstmal ein Jahr Trainer mit der B-Lizenz sein, um dann den DFB Elite-Jugendlizenz machen können. Das ist jetzt auch komplett die Reihenfolge, wie eben der Ablauf wäre. Die DFB Elite-Jugendlizenz, das sind 160 Einheiten inklusive Prüfung. Dann müsst ihr auch wiederum damit erstmal ein Jahr Trainer sein mit der DFB Elite-Jugendlizenz, also sozusagen das dritthöchste. Und dann gibt es dann schon die Trainer A-Lizenz, die ja auch ja schon wirklich für hohe Teams verfügbar ist. Bundesliga und zweite Bundesliga und dritte noch nicht, aber wirklich auch schon höherklassige Teams, auch schon fast Profiteams zu trainieren erlaubt. Das sind 120 Einheiten inklusive Prüfung. Dann müsst ihr auch damit erstmal ein Jahr Trainer sein. Und dann gibt es eben den Fußballlehrer, die Fußballlehrer-Lizenz. Das ist eben das Höchste, was es gibt. Das, ja, das ermöglicht es, euch alle Teams der Welt trainieren zu können. Das sind circa, ich habe es einfach mal hochgerechnet, 1760 Stunden. Also das ist wirklich schon sehr, sehr viel. Es ist sehr kompakt. Da geht es auch wirklich um die letzten Schliffe, um Bundesliga-Trainer werden zu können. Und das dauert ein knappes Jahr von der Ausbildung her. Also das sind so die ganzen Lizenzen, die es gibt, die ihr durchlaufen könnt, durchlaufen werdet, wenn ihr eben Bundesliga-Trainer wollen werdet halt. Ja, ganz kurz zusammengefasst. Da werden wir, wie gesagt, nochmal komplett drauf schauen auf jede einzelne Lizenz. Dann gucken wir auch mal auf allgemeine Voraussetzungen, die auf jeden Fall immer gegeben sein müssen, egal bei welcher Lizenz. Also erstmal geht's los, ihr müsst mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben, außer bei dem Teamleiter, was ja die erste Stufe ist, die ihr gehen könnt, nicht müsst, denn da könnt ihr nämlich auch schon mit 15 Jahren anfangen, was sicherlich auch ein Anreiz für viele ist. Ihr müsst an einer 9-stündigen Erste-Hilfe-Grundausbildung teilgenommen haben, was sich natürlich eigentlich schon anbietet, da ihr ja normalerweise den Führerschein macht und die auch da braucht, und das ist eben dieselbe 9-stündige Erste-Hilfe-Grundausbildung, und somit müssten die eigentlich alle haben. Zudem dann auch ein tabellarischer Lebenslauf mit sportlichem Werdegang. Ich denke mal, Lebenslauf ist logisch, was damit gemeint ist. Werdegang eben auch, bei welchen Vereinen ihr gespielt habt, was ihr so sportlich auch gemacht habt. Dann, ihr müsst Mitglied in einem Verein sein, der den DFB angehört. Das heißt, ihr müsst also zum Beispiel, ist es auch okay oder vollkommen in Ordnung, wenn ihr bei eurem Lieblingsverein, wie ich zum Beispiel bei Schalke 04, Mitglied bin. Es ist eben eine Mitgliedschaft in einem Verein, und damit ist das auf jeden Fall schon mal erfüllt. Ein ärztliches Tauglichkeitszeugnis, da stellt euch also euer, ja zum Beispiel Hausarzt aus, geht ihr halt dahin, fragt danach. Und ein erweitertes Führungszeugnis im Original, ich glaube, das könnt ihr bei euch bei der Polizei anfordern. Beides darf nicht älter als 3 Monate sein, also wirklich immer auf dem aktuellsten Stand diese Sachen abschicken. Und das sind so 6 Voraussetzungen, die bei jeder Lizenz ja gewissenhaft durchgeführt werden sollten und gegeben sein müssen. Also, das war's dann eigentlich auch schon mit diesem ersten Überblick über die Voraussetzungen, über den Ablauf und natürlich auch über die ganzen Lizenzen. Da werden wir noch viel genauer drauf eingehen in den nächsten 7 Videos. Im nächsten Video geht es dann erstmal um den Teamleiter, also um die Lizenzvorstufen. Das ist eben eine Lizenz, die ihr machen könnt, nicht zwingend müsst. Das ist die erste mögliche Stufe. Ihr könnt direkt auch mit der C-Lizenz anfangen. Wir schauen auf jeden Fall auf den Teamleiter drauf. Auf die Voraussetzungen, die da gegeben sein werden müssen, sind ähnlich wie die allgemeinen Voraussetzungen. Und auch auf die Dauer, die Ausbildungsziele und natürlich auch auf die Inhalte, auf die Tätigkeitsfelder und Einsatzbereiche, was ihr also damit dann machen könnt. Und vor allem auch, was für viele wichtig ist, was auch nicht ja, so oft genannt wird, wie ihr euch da anmelden könnt zum Teamleiter werden und was die Kosten sind, denn da entstehen schon bei manchen Lizenzen Kosten, da werden wir auf jeden Fall nochmal genauer drauf schauen. Beim Teamleiter, kann ich euch versprechen, ist es da relativ positiv zu sehen mit den Kosten. Also das ist also Thema des nächsten Videos, der Teamleiter. Dann danach gibt es dann noch weitere 6 Videos. Wir werden auf die C-Lizenz schauen, auf die B-Lizenz, auf die DFB-Elite-Jugendlizenz, auf die A-Lizenz und dann natürlich noch auf den Fußballlehrer, und am Ende gibt es dann nochmal eine komplette Übersicht. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, das erste Video dieser neuen Reihe. Teilt das Video gerne, wenn es euch gefallen hat, wenn es auch andere interessieren könnte, die Trainer werden wollen. Es ist auf jeden Fall sehr informativ. Ich habe einen guten Artikel gefunden, der das Ganze zusammengefasst hat. Und ich fasse es jetzt für euch in dem Video zusammen, in verschiedenen Videos, was nochmal wirklich extrem übersichtlich ist und wirklich auch einfach zu verstehen ist. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten in Sachen Trainer werden. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten Videos noch komplett genauer drauf schauen. Und eure Fragen schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Fragen ihr so habt, was ich vielleicht auch besser machen könnte bei den nächsten Videos. Und dann sehen wir uns also in der nächsten Folge wieder bei Folge 2, und wir schauen ganz genau auf den Teamleiter.